Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum spacigsten Abenteuer Outer Space, nämlich dem Abenteuer der Soos Brille auf in Space Haven. Wunderschön. Und dieses Spiel macht einfach mega Spaß. Ich hoffe euch auch weiterhin und es freut mich natürlich mega mäßig, dass du einschaltest. Über eine Bewertung oder einen Kommentar deinerseits würde ich mich sehr freuen. So, bla bla bla. Schlimm, ne? Immer diese Werbung, Alter. So, hier würde ich jetzt gerne mal schon mal eins. Ach, da ist die Lampe jetzt im Weg, ne? Warte mal, können wir das so hinstellen? Ne. Ist ja lame. Ah. Ja, die Lampe ist. Nach da, so. Dann können wir nämlich das Stockbett hier noch dran stellen. Ha! Nice. Dann können wir hier einen kleinen Tisch hinstellen. Machen wir den mal ruhig so in der Ecke. Und da dann einen Stuhl. Und da dann einen Stuhl. So läuft das nämlich hier bei uns auf der Soos-Brille auf. Haben wir Weichschrott noch? Ja, mach auch mal ruhig ein paar Weichschrott, weil wir brauchen jetzt wieder Softblocks. Ach, und wir hatten hier letzte Folge richtiges Problem mit Gundula, die hatte nämlich Panikattacken und ist hier mäßig rumgelaufen, während die drei anderen sich durchs Schiff kämpfen durften. Aber läuft, es läuft. Jetzt bauen wir hier erstmal ab. Unser Handel mit denen ist abgeschlossen. Wie sieht denn den hier Schiff aus? Könnten wir auch easy kapern, ne? Den gehören die an. Handelsföderation. Nee, aber wir brauchen ja noch irgendjemand, der uns Dünger. Wow, Schluck auf. Der uns Dünger gibt. Hehe. Oh, Günni und Gundula, sie räumen mir alles leer, Alter. So geht das, so geht das. Ich sag's euch. Krass, hatten die zwei Generatoren, einen kleinen, einen großen? Wofür? Frage ich mich. Ah. La 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 la. Da wird abgebaut, Alter. Wir haben auch sogar noch ein bisschen Dünger. Das ist wundervoll. Und bitte haut euch nicht wieder auf die Moppe. Und bitte denkt diesmal dran, Sauerstoff zu holen. Nicht so wie in der letzten Folge, wo die mir fast wegkrepiert sind. Alter, das war gar nicht cool. Und auch sehr gruselig, muss ich sagen. Und wie weit seid ihr gekommen an dem Tag? Bah. Guck's dir an. Zack, Alter. So geht das. Warte mal, wie viel Höhlenschrott haben wir noch? Ich würde den eigentlich auch gerne mitnehmen, weil nämlich, wenn wir wirklich bald ein zweites Schiff so als Kampffregatte mitnehmen wollen, dann, ja. Wisst ihr Bescheid, ne, was ich meine? Dann brauchen wir Hohlenblocks. Hohlenblocks ohne Ende. Und ich habe keine Lust, hier alles herzustellen, weil das kostet halt was. Und ich bin, wie ihr wisst, ein sehr geiziger Ressourcenhorter. Was uns aber auch einiges bringt, weil... Oh, jetzt geht's richtig gut, Alter. Wir haben Wasser ohne Ende. Wir haben Energie. Wir haben Essen. Wir haben... Boah, ein bisschen Medizin haben wir auch noch. Wir haben Waffen. Wir haben alles, Alter. Wir können noch 1000 Tech-Blocks machen. Also easy peasy, mit Jeezy. Los Leute, Logistik ist angesagt. Do it please. Ja, so will ich das sehen. Zack, Dori rennt von einer Fertigungs-Dings zur nächsten Station, wollte ich sagen. Genau, danke, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und sie rennen und rennen und rennen und rennen. Wie viel ist hier noch? Nicht mehr viel. Das ist gleich auch weg und dann heißt's. Weiter geht's, Freunde. Ich bin die ganze Zeit in Vorpelgeschwindigkeit. Ich könnte ja mal wenigstens in Zirpelgeschwindigkeit unterwegs sein. Leute, ich würde es so lieben, ne? Ich würde es so lieben, wenn ihr einfach mal einfach nur aufräumt. Ich weiß, ich bin ein Sklaventreiber. Ich sollte vielleicht auch mal jetzt einfach einen Tag warten und die machen lassen. Ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Nope.
guck mal, das war sogar von den Piraten. Ach, hä? Nee, gekapert von Spieler, okay. Aber nur gekapert, man kann hier das halt nicht. Ich weiß nicht genau, wie man das übernimmt halt. Na? Leider. So, ach so, da sind noch ein paar Sachen, die geholt werden müssen. Ja, dann. Leute, let's go, ne? Aber dafür müssen die halt erstmal hier leer machen. Die Nasen. Aber jetzt erstmal Kaffee und Sleepy Sleepy Time. Nauri ist immer noch verletzt. Gott. Oh Mann. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt ist gerade der Zustand aufgehoben, der Wunde. Sehr schön, sehr schön. Da schlafen sie, unsere Recken. Oh ja, ist unser Schiff denn nicht wunderbar? Guckt euch das an, Alter. Essen ohne Ende. Zeug ohne Ende. Überall Zeug ohne Ende. Ich habe viel zu viel Zeug. Aber bei sowas kann man, glaube ich, gar nicht genug haben. Solange wir es lagern können und transportieren, nehme ich es mit. Ohne Witz. Entweder ist es Geld, belegter Lagerplatz oder sogar nützlich. Deswegen ziehen wir das eiskalt durch. So, da wollte ich dann auch noch ein Denk. Lebenserhaltung? Einrichtung? Ne, Anlage war das, ne? Eine Küche. Reinbollern. So, und dann machen wir hier bearbeiten, Flüchtlingsbereich festlegen. Nice. Und dann haben die ihren eigenen schönen Flüchtlingsbereich, wo es denen hoffentlich gut genug geht, um fröhlich zu sein. Flüchtlinge arbeiten nämlich logistiktechnisch. Die sind nur am Logistik machen, die ganze Zeit. Zwar nicht so lange am Arbeiten wie eure normalen Mitglieder, aber die kümmern sich nur darum. Klar sind das mehr Mäuler zu stopfen, je nachdem wie viele es sind, aber wenn wir die wegbringen, kriegen wir gute Relations mit den ihren, ja, wie soll ich sagen, Fraktionsmitgliedern. Oder mit deren Fraktionen. Das ist ja auch eigentlich echt nice. Leute, was geht bei euch? Ganz ehrlich. Macht mal jetzt da unten leer, Alter. Die kommen gar nicht hinterher. Ich glaube, wir lassen die einfach mal ein bisschen machen. Ja, komm, Brille. Sagen wir nicht einen Sklaventreiber, lass die einfach mal machen. Aber wenn schon, dann in Turbo. Guckt euch das an, viel zu viel. Müssen hier einfach noch ein Lager für Essen hinmachen. Und dann hier vielleicht. Naja, hier noch eine Tür und hier noch eine Tür. Möglich wäre es eigentlich, ne? Um Wege zu verkürzen. Warte mal. Machen wir einfach mal. Do it! Do it! So. Dann haben die einen kürzeren Weg zum Lager und müssen nicht immer hier so rein, sondern können immer bisschen Wegeoptimierung betreiben hier. Oh, endlich! Endlich fangen sie da an leer zu räumen, aber wie gesagt, unsere Lager werden immer voller, ne? Aller Faller. Egal. Wusel, Wusel, Wusel. Monsterfleisch. Gundela, warum machst du denn sowas? Hier soll das gar nicht rein, warte mal. Regeln. Essen. Das soll man nicht hier hin, ey. Will ich jetzt. Mach das weg. Aber esst erstmal, genau. Essen. Und dann gibt's wieder Sleepy Sleepy Time. Alle im Bett. Wunderschön. Keiner haut sich auf die Moppe. Das war ja echt krass. Hier war übelstes Blutbad, ne? Das habe ich noch nie gesehen. Schön. Kann nur benutzt werden von Flüchtlingen. Ja. Die sollen mal nur Monster und Menschenfleisch. Nein, Gott. Denen soll es ja gut gehen bei uns. Wir sind gute Menschen. Wir versuchen die Zivilisation am Laufen zu halten. Guck. Es funktioniert direkt perfekt, Alter. Direkt. Daniel denkt so, ne, bei euch esse ich nicht, Alter. Ihr seid voll scheiße.
So, warum esst ihr überhaupt? Es ist gar keine Essenszeit. Was ist mit euch los? Disziplin! So, schön. Sieht's düngermäßig aus? Gut sogar. Ach, schön. So wollen wir das. Wir wollen das aber auch noch leerer. Leute, kommt schon. Do your thing. Please. Ja, natürlich, jetzt lagern die erstmal das Monster und Menschenfleisch von hier drüben nach hier. Ja, ist halt so. Das ist halt so. Wir brauchen uns aber keine Sorgen machen. Noch reicht die Energie und noch reicht das Essen und Trinken, dass wir hier ruhig ein bisschen rumdödeln können und einfach machen lassen. Einfach mal fallen lassen. Stabil läuft das weiter. Du hörst nur die Türen. Tschu-tschu-tschu-tschu-tschu-tschu-tschu-tschu. Piu-piu-piu-piu. Ich hoffe übrigens, mein Mikro ist jetzt vernünftig eingestellt. Das war nämlich ein wenig übersteuert, habe ich gemerkt. Deswegen habe ich es ein wenig runtergestellt bei OBS, um es dann ein wenig besser nachregeln zu können beim Bearbeiten. Ja, ich bearbeite meine Videos. Sonst gäbe es kein In- und Outro. Meistens halt nicht viel, manchmal schon. Ja, ist halt, ne? Guck, jetzt wird endlich wieder abgeholt. Aber ihr müsst hier noch mehr abräumen, Leute. Das geht so nicht. Okay. Okay. Hier kann man es auch machen. Einmal außenrum. Ich meine, das ist wahrscheinlich kürzer als hier so rum. Ach, schön, hier wird jetzt leer geräumt. Sehr schön. Unser Schiff, ey. Die Soße Brille auf. Das mächtigste Schiff in diesem Teil des Sonnensystems. Unerreicht. Ungekapert. Unzerstört. Zumindest nicht nach dem Lade. Nach der Lade. Ach man, nach dem Speicherpunkt. Alter Falter, ey, Gehirn. Lass mich doch nicht immer im Stich, Mann. So. Brille auf. So heißt unser Schiff. So ist Brille auf. Und das Shuttle Piranha hat alles aufgeladen, glaube ich. Was ist hier noch? Ach. Für einen so ein Ding. Brauche ich jetzt auch nicht nochmal dahin dudeln. Pass auf. Zack. Ich war nämlich. Ja, lassen wir sie mal erstmal schlafen. Schlaft, meine Kinder, schlaft fein. Lalalilali. So soll das sein. Schubidua. Vernachlässigte Verrichtungen. Logistik. Oh cool, das zeigt jetzt an, welche Verrichtungen vernachlässigt sind. Schön. Wie schalte ich denn das wieder auf? Ach so, hier ist das. Ach cool. Wie sieht es temperaturmäßig aus? Ja, hier ist heftig, ne? Alles im grünen Bereich. Strom, ja. Boah, hier vorne ist aber schlecht. Alter. Und hier ist auch nicht so Bombe, obwohl hier die Sonnenkollektoren alle stehen, ne? Obwohl, ne, das sind ganz. Und hier hinten ist auch nicht so toll. Ja, egal, das läuft aber alles. Die leben. Der Strom ist, glaube ich, das größte Mysterium für mich. Ich meine, wir haben hier Batterien. Drei Stück, die rappelvoll sind. Wir könnten bestimmt auch noch eine bauen. Oder zwei. Ja. Das passt alles so. Ja, wir sind logistisch überfordert. Wer hätte es gedacht? Habe ich eigentlich schon den Sprung angesagt? Nein. Macht das mal, Leute. Und Naurial springt ans Pult und piu, sind wir weg. So, jetzt geht's hier hin. Oh, da ist viel zu holen. Da ist viel zu holen. Verlassen. Und fliegt unser Team. Oh, sehr kleines Schiffchen. Stationieren wir uns mal hier. So, heute sollt ihr noch abbauen, Leute.
Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, Gundelabel mitzunehmen, weil die so eine Panikattacke hatte. Aber es kann ja sein, eigentlich war die mal Wachmann im vorherigen Leben auf der Erde. Deswegen sollte die eigentlich ganz gut klarkommen. Naja. Lalala. Erstmal abbauen hier. Bis sie schlafen gehen, das ist ja gleich schon. Oh, und das Schiff hat wenigstens wieder eine Undockstation. Ist auch recht klein, aber selbst kleine Schiffe können ultra krass sein. Ultra krass. Und, ja, auch selbst kleine Schiffe können Kapseln, Kryokapseln beinhalten und man kann Leute finden. Deswegen hoffe ich ja mal, dass wir bald jemand aus meinem schlauen Buch beifügen können. Ich kann ja mal eben in der Zeit, wo die essen und trinken, kann ich mal mein schönes, schlaues Wookie-Buch aufschlagen. Ah, und gucken. Also, Christian Haider, unser Hulk, ist das nächste männliche Mitglied. Danach kommt, und das erste weibliche nächste Mitglied ist Janine Price. Dann kommt auf männlicher Seite Space Cowboy und danach Murmel Amondil. Ja, ich merke mir sowas. Also mein Buch merkt sich sowas für mich. Ich habe Angestellte. Mein Buch. Ein Buch gibt nie wieder Worte. So, nur schlafen sie. Schlaft, meine tapferen Recken. Ihr braucht auch mich vor nichts zu verstecken. Stimme weg, aua. So, diesmal nehmen wir wieder das altbekannte Team mit. Die sind einfach abgehärtet durch die ganze Zeit im Weltall. Da, Kaffee trinken, dürft ihr noch eben schnell. Zack, 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 bum, 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 pam, 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 pam. So, und Direct-Befehl eingeleitet. Eingeleitet. Dann wird zwar nicht abgebaut, aber die anderen beiden machen hier auch logistische Sachen und schöne Sachen. Günni, sie geht aufs Klo, seht ihr? So muss das. Dann sind alle glücklich. So. Seid ihr alle drin? Seid ihr alle. Sehr schön. Andocken eingeleitet. Ich habe ein bisschen Angst. Ehrlich gesagt. Ah. Doppelte Geschwindigkeit, Triple, Vorpel und normale. Angedockt in 3. 2,5. 2. 1,5. 1. 1,5. Bis 0. Und direkt hat unser Exkursionsteam einen Gegner vor der Nase, 2 Gegner vor der Nase, 3 Gegner vor der Nase, 4 Gegner vor der Nase. Oh Gott. Let's do this, people. We are born for this. We are made for this. Let's kill these fucking aliens. So. Bam, 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 bam. So geht das nämlich. So geht das. Und nicht anders. Tür auf. Rabams. Rein da. Angriff. Angriff. Daniel? Willst du nicht mit rein? Hast keinen Bock? Okay. Kann ich nachvollziehen. Kommt rein. Okay. Den ersten Bereich hat man dann gleich... Oh. Gleich angedingst. Nauri ballert schon mal drauf. Okay, ab in den letzten Raum hier auf der Seite. Kommt schon Kapsel? Kommt schon Kapsel? Nein, keine Kapsel. Okay. 2, 3 Räume haben wir noch. Schaffen wir. Wir überleben das. Wir sind das Team, der so ist Brille auf. Vielleicht wird unser Team ja noch ein bisschen größer. Oh, Aliens! Ich bin ein Alien, hat er sich so gedacht, aber da ist er verreckt. Auch keine Data Logs, keine Credits. Was soll das denn? Wo ist mein Geld, Junge? Auch nix. Toll. Schön. Alle Hoffnungen dahin. Nein, aber ein Raum ist noch da. Ein Gang. Aber wir haben auch hier schon mal eine Kryo-Dings gefunden, in so einem kaputten Bereich. Ach, Manu. Ist das doof.
Dann doch doof. Alles auswählen und oh, 4 Tech-Blocks, Alter. Und 2 Hyper-Dings. Und ein Energieblock. Hier, Hyper-Treibstoff. So. Hä? Was gibt's hier zu bergen? Passt. So, dann an die Arbeit, Leute. Den Tag dürft ihr noch. Den Tag dürft ihr noch. Da ist immer noch alles voll. Zu krass. Ja, cool. Eins haben sie schon abgeerntet. Perfekt. Beste Crew. Hier wird wieder gewuselt. Zack, 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 zack. Bum, bum, bum. Alles voll. Na toll. Und die knallen auch nochmal was nach. Ich glaube, das Lager hier ist auch voll mittlerweile. Was sind hier für Regeln? Das war. Keine besonderen. Da kommt noch ein Schiff. Vielleicht können wir mit denen noch ein bisschen handeln. Wer ist das? Sklavenhändlergilde. Wäre schön, wenn die auch Sklaven verkaufen würden. Das wäre nice. So wie bei RimWorld ein bisschen. Du. Noch läuft alles. Wir haben noch Dünger. Essen haben wir. Wir haben nur noch 3 Menschenfleisch. Wieso haben wir nur noch 3 Menschenfleisch? Leute, hört auf, Menschenfleisch zu essen. Was ist denn mit euch? Why are you doing this? Allah. So, das Schiff ist eingetroffen. Ach, den haben wir schon mal, glaube ich, wird verkauft. Sieht auf jeden Fall ganz danach aus. Die haben ziemlich viel Menschenfleisch. Obwohl, ja gut, es ist eine Sklavenhändlergilde, ne? Ja, und na, guck mal, da sitzen sie, unsere fröhlichen Leutchen. Ich glaube, das ist mal ein cooles Thumbnail, wie sie da alle am Zocken sind und alles. Und ja, sobald die ins Bett gehen, was sie in 3, 2, 1, meins jetzt machen, heißt es wieder mal, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt. Base Haven. Also Leute, haut rein, euer Brille.